So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Heute mit dem Film Das Geheimnis von Kells. Ist der Vorgängerfilm zu dem tollen Animationsfilm Die Melodie des Meeres, der mir sehr gut gefallen hat. Den Vorgänger kannte ich jetzt noch nicht, also eben jenen Film hier. Und der ist in einem sehr schönen Mediabook erschienen. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Sehen hier, der war Oscar nominiert, der Streifen, als bester Animationsfilm. Dann Collector's Edition, Mediabook, Filmtipp, Zitate. Aber ich sehe schon, dieses Deckblatt hier wird sich abnehmen lassen. Also wir müssen uns nicht mit der Selbstbeweihräucherung auf dem Cover herumschlagen. Dann haben wir hier die Spine und die Rückseite. Ja, Irland, 9. Jahrhundert. Hört sich cool an. Schön auch mit Kloster und so. Bestimmt spannend und interessant. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, Melodie des Meeres hat mir sehr gut gefallen. Und vom Vorgänger erwarte ich auch, ja, Großes ist vielleicht zu viel gesagt, aber natürlich auch sehr gute Unterhaltung einfach. Extras haben wir einen Audiokommentar, das ist ja schon mal immer eine schöne Sache. Deleted Scenes, Featurettes, etc. pp. Ja, die Laufzeit der Blu-ray 79 Minuten, also 1 Stunde 20. Sehr kurz der Film, aber das ist ja nichts Schlechtes. Mir ist es lieber, man beschränkt sich mal auf die nötigen Dinge, statt immer alles so künstlich aufzublasen, wie man es irgendwie in letzter Zeit immer wieder erlebt. Und ja, Ton, Deutsch, Englisch und auch die passenden Untertitel. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. So, das Deckblatt lässt sich dann wie angenommen abnehmen. Wie hinten noch Werbung. Das Geheimnis des siebten Weges. Hier habe ich das Buch dazu nicht sogar mal gelesen. Wenn, dann wäre es schon lang her. Okay, ich schweife ab. Ja, dann haben wir hier schöne Hochglanzcover. Leider, ihr seht hier, sind die Zitate draufgedruckt. Was zur Hölle? Man sich dabei gedacht. Absolutes No-Go. Und das hier hinten ist anscheinend mit Klebestreifen befestigt. Einen Moment. Ja, wie zu erwarten, lässt sich das dann abnehmen, das Teil. Also hier mit Klebestreifen, da haben wir hier nochmal eine Inhaltsangabe von hinten. Hier ein ganz schönes Bild. Ich zeige euch jetzt mal einen Tipp, was ihr machen könnt, wenn ihr hier so Klebereste habt. Hier oben hatte ich jetzt keine, also es waren zwei Klebeteile, aber hier unten hatte ich. Und jetzt mache ich das Folgende. Ihr nehmt euch was, was auch klebt. In dem Fall habe ich das genommen, was draußen an der Folie dran war. Und macht einfach so. Und dann nimmt er quasi alle anderen Klebeteile mit auf. Und im besten Fall, hier klebt es noch ein bisschen. Saugt er dann quasi alle Teile auf. Und dann hat man es hier relativ kleberückstandsfrei. Auf jeden Fall mal als Tipp merken, sehr hilfreich. Ja, dann gucken wir jetzt aber mal rein. Das gute Stück. Wir haben hier die DVD im Kopfe. Mit dem schönen Hintergrundmotiv hier. Es scheint so ein Muster zu sein. Sieht ganz cool aus. Hier ein schönes Bild. Text und Bildanteil halten sich die Waage. So soll es sein. Denn mir persönlich ist Text natürlich immer lieber als Bild. Oh, schön hier einen gälischen Text. Klasse. Weil ich natürlich aus dem Text kann man viel mehr Infos ziehen als aus den Bildern, die man ja dann aus dem Film kennt. Ja, ein kleiner, aber feiner Buchanteil. Und dann haben wir hier die Blu-ray. Ja, schöne Sache. Mediabook ist größtenteils okay. Wie gesagt, mich stört das hier. Was soll das?
Ja, warum sind da Zitate? Absoluter Schmann. Ansonsten, also so Pressezitate. Ansonsten sieht es aber gut aus. Gefällt mir gut, war jetzt auch nicht teuer. Und ja, bin ich mal gespannt, ob es an die Melodie des Meeres heranreichen kann. In diesem Sinne, danke fürs Anschauen und habt eine gute Zeit. Servus.